Echte Oldtimer-Fans wie Hans-Günther Hack fahren zu jeder Jahreszeit am liebsten oben ohne. Unterwegs in einem Karmann Ghia, Baujahr 2012. Dieser Nachbau sieht dem originalen Oldtimer, der ab 1955 in Deutschland gebaut wurde, zum Verwechseln ähnlich. In akribischer Handarbeit hat Hans-Günther Hack die Autolegende zum Leben erweckt. Es ist wirklich klassisch, nur das drin, was drin sein muss in einem Auto. Nicht wie heutzutage mit allen möglichen Gimmicks und Extras, sondern hier ist Fahrspaß pur. Man hat einen Karmann Ghia mit Käfertechnik und das ist noch richtig die alte Zeit, in die man sich zurückversetzt fühlt. Der VW Karmann Ghia brachte Mitte der 1950er Jahre die Leichtigkeit des italienischen Lebensgefühls in den deutschen Alltag. Damals war der Wagen ein Verkaufsschlager. Rund 30.000 Modelle wurden bis 1970 jedes Jahr verkauft. Die Karosserie, ne? Die Form. Man spricht da von einer gewissen Erotik. Ne? Das ist ein erotisches Auto. Das war zu der Zeit der Sportwagen. Und das war von VW der Highlight. Der VW Karmann Ghia wurde auch Hausfrauen-Porsche oder Sekretärinnen-Ferrari genannt. Über das Fahrgestell eines VW Käfers stülpte die westdeutsche Firma Karmann die Karosserie des italienischen Designbüros Ghia. Ein simples Prinzip, das auch Hans-Günther Hack aufgegriffen hat. Also eine Fälschung ist es wohl in keinem Falle. Fälschung wäre ja, wenn man jetzt das Fahrzeug als Original ausgeben würde. Das tun wir ja schließlich nicht. Es ist ein Nachbau, aber soweit wie möglich am Original geblieben. In ganz Europa sammelt Hans-Günther Hack ausrangierte VW-Käfer. Deren Fahrgestell ist die Basis seiner Nachbauten. Das Ziel ist und soll sein, dass man dieses schöne, wunderschöne Auto wieder aufleben lässt und der Nachwelt erhalten kann. Und das rostfrei. Deshalb stellt Hans-Günther Hack die Karosserie aus Glasfaser-Kunststoff her. Monatelang tüftelt er, so lange, bis die Schablonen millimetergenau passen. In die maßangefertigten Schablonen gießt er den flüssigen Kunststoff. Die Karosserie wird dann durch einen Stahlrahmen mit dem Fahrgestell verbunden. Schließlich wird der 50 PS starke Motor in das Heck des Autos eingebaut. Von der Karosserie bis zur Innenausstattung, meist tüftelt und baut Hans-Günther Hack mehr als 8 Wochen an einem Modell. Ja, jedes Fahrzeug, das bei uns rausgeht, da hängt Herzblut dran. Und das ist immer wieder ein neues Baby, das hier steht und dann hier rausgeht. Und man sieht wirklich etwas im Prinzip aus dem Nichts entstehen. Es wird ein komplett neues Auto gebaut. Und dann noch so ein wunderschönes dazu. Rund 30.000 Euro kostet so ein Neubau. Das sind rund 10.000 Euro weniger als ein gut erhaltenes Original. Den Unterschied zwischen echt und falsch bemerken nur wenige. Auf den ersten Blick würde ich sagen, der ist echt. Die sieht sie nicht original. Die Form, die stimmt, aber ist die Sache, der ist restauriert. Falsch restauriert. Ich habe mal so einen gefahren, aber ich hatte auch kein Leder. Das war, weiß nicht, was gab es da früher, Stoff. Aber es gab ja auch so Sonderanfertigungen. Also ich würde mich da sofort reinsetzen. Ich glaube, das steht mir auch, oder? Der Karmann Ghia von Hans-Günther Hack. Moderne Materialien und eine verbesserte Technik machen ihn sogar noch alltagstauglicher als das Original. Mit diesem Oldtimer kann man getrost jeden Tag zur Arbeit fahren und sich dabei den Geist der 50er Jahre um die Nase wehen lassen.